Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mich mit SketchUp Pro beschäftigen. Eigentlich mit SketchUp. SketchUp ist umsonst. Alles von der Firma Google. SketchUp Pro ist die Variante, die ich benutze. SketchUp Pro hat Schnittstellen, die es erlauben, Sachen in ein CAD-Programm zu exportieren, also besser zu exportieren, als es in der umsonst Variante geht. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, die in SketchUp Pro besser funktionieren als in der Umsonst-Variante. Zum Beispiel gibt es dieses Layout-Werkzeug, Layout, wie das Programm heißt, in dem Sie also tatsächlich Pläne machen können. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Im Grunde geht es erstmal um einige erste Impressionen und Eindrücke, die ich von diesem Programm habe, wie man damit arbeitet. Und ich bin auf keinen Fall schon ein Experte. Das wird noch kommen, aber noch nicht. Ich kenne also erstmal nur die Sachen, die sich sozusagen von vornherein erschließen. Und da gibt es ein paar schöne Sachen, die ich einfach cooler finde als in anderen CAD-Programmen. Das zeige ich mal gleich. Ich zeichne mal mit der Taste R, also ich drücke die Taste R, zeichne ich mal zwei Rechtecke, die sich überlagern. Mit der Taste P kann man dann diese Flächen extrudieren. Push-Pull heißt diese Technik, aber natürlich ist es Extrudieren, auf die sich SketchUp sehr viel zugute hält. Das Ganze sieht von vornherein ziemlich hübsch aus. Ja, Sie können also auch verschiedene Styles haben, die die Darstellung sozusagen beeinflussen. Meine, die ich hier gewählt habe, die gefällt mir jetzt schon ganz gut. Aber zunächst einmal, wie gesagt, ich wollte ja zeigen, wie das hier so funktioniert. Also SketchUp ist ein Modellierwerkzeug in einem etwas einfacheren Sinne, wie ich finde. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie machen in der wirklichen Welt ein Arbeitsmodell, dann ist das in etwa das, was ich finde, was SketchUp auch kann. Also Sie können sozusagen Arbeitsmodelle damit machen. Es sind keine Architekturmodelle in dem Sinn, dass es dann Wände und Fenster und Türen hat. Das geht alles mit dem Programm. Ja. Aber das ist dann auch nicht mehr so einfach, beziehungsweise es ist nicht mehr so viel einfacher als in anderen Programmen. Im Gegenteil, dann ist es in anderen Programmen wie in Archicad und Vectorworks teilweise sogar angenehmer mit diesen parametrischen Bauteilen. Wo SketchUp unschlagbar ist, ist einfach in der Schnelligkeit und Intuitivität. Sie sehen hier die Oberfläche, habe ich mir ein bisschen freigeräumt, aber die ist an sich auch schon sehr aufgeräumt. Das heißt, wir haben hier also kaum Buttons, kaum Toolbars und so weiter. Das kann man sich dann alles holen. Aus diesen kleinen Menüs, also verglichen mit CAD-Programmen, ist es ja wirklich überschaubar. Es gibt verschiedene Paletten, wie man hier sieht, man sich dann holen kann. Es funktioniert aber zunächst einmal auch ohne, wie Sie gesehen haben. Ich kann jetzt mit der Taste E das Radiergummi benutzen, um solche Kanten hier wegzulöschen. Auch sehr schnell und einfach das Ganze. Man sieht schon, dass die Flächen unterschiedlich farbig sind. Das ist ein Rätsel, dem ich noch nicht auf die Spur gekommen bin. Wir haben hier das Problem, dass die Flächen unterschiedlich orientiert sind. Hier ist es richtig rum. Das heißt, die Außenseiten gucken nach außen, hier gucken die Außenseiten nach innen und was wir sehen, ist die Rückseite. Also muss ich die erstmal alle auswählen. Und umkehren, Reverse Faces. Wie gesagt, warum das so ist, weiß ich noch nicht. Das kriege ich noch raus. Verspreche ich Ihnen, aber noch weiß ich es nicht. So, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir hier einen wunderhübschen Schlagschatten haben. So, und dieser Schlagschatten, der ist tatsächlich eins der Killer-Features von SketchUp. Ich meine, in Archicad sieht das auch nicht schlecht aus mit dem Schlagschatten, aber wir haben hier die Möglichkeit, von vornherein erstmal den Schatten so an- und auszuschalten. Also das ist schon mal echt genial, dass es so einfach geht. Und dann gibt es noch dieses North, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, irgendwas mit Nordpfeil. Das ist sozusagen ein Werkzeug und damit kann man jetzt aufgepasst die Nordrichtung sozusagen ändern. Je weiter man das nach draußen zieht, desto besser geht das. Ich mache das mal in einer Draufsicht. Ich lasse mir hier in der Draufsicht zeigen. So. Und der Schatten sieht jetzt ein bisschen langweilig aus. Das ist übrigens keine orthogonale Draufsicht, sondern eine perspektivische Draufsicht. Ich kann das hier auch umschalten in Parallel Projection. Und dann aber nochmal von oben. So, jetzt ist es von oben. Und jetzt kann ich hier dieses Nordpfeil-Werkzeug nochmal nehmen und kann dann hier mal gucken, was hier so für zauberhafte Schattengrafiken entstehen. Je nachdem, was ich da eben so gerne hätte. So. Sie haben sich vielleicht gerade gewundert, warum der Nordpfeil nach da zeigt und da aber auch irgendwie die Schattenrichtung nicht genau gleich ist. Das hat damit zu tun, dass ich zusätzlich noch hier einen Kalenderregler habe, also einen Regler für die Monate im Jahr.
Und dann gibt es auch noch einen Uhrzeitregler. Und der Uhrzeitregler sozusagen, der bestimmt ja eigentlich die Schattenrichtung. Weil klar, von morgens bis abends wandert ja die Sonne. Und entsprechend verändert sich dann auch die Richtung dieser Schatten. Und der Nordpfeil ist sozusagen nur eine globale, die Möglichkeit, das Ganze global festzulegen. Das heißt also, was ist jetzt eigentlich überhaupt Norden? Und das kann ich hiermit festlegen. Und dann ist der Rest sozusagen über diese Regler hier einzustellen. Gut, das ist jetzt eine Axonometrie. Ich kann wieder umschalten auf Perspektive. So. So, das ist schon mal ganz hübsch. Also man hat relativ schnell solche Körper produziert. Man kann die dann auch zusammenfassen mit so Boolschen Operationen. Das ist dann alles ganz vereinheitlicht. Im Moment habe ich hier lauter Einzelkisten noch. Das werden wir gleich sehen. Und jetzt passen wir mal auf, was ich jetzt mache. Das ist auch etwas, was ich schon früh hier in SketchUp mitbekommen habe. Und zwar die Schnitterzeugung. Auch sehr angenehm. Man drückt einfach Steuerung Y oder Command oder Apfel Y auf dem Mac. Und schon hat man so eine wandernde Schnittfläche, die kann man dann je nachdem, wie man möchte, platzieren. Also für einen Horizontalschnitt wäre es so, für einen Vertikalschnitt wäre es so. Das mache ich jetzt auch mal und schon habe ich da einen Schnitt angelegt. Ich kann dann noch einen weiteren anlegen, zum Beispiel einen Horizontalschnitt. Ah, ich muss auch noch ein bisschen in Übung kommen. So, jetzt habe ich da also sowas hier. Okay, und jetzt je nachdem, welcher dieser Schnittflächen aktiviert wird, dann sehe ich auch den passenden Schnitt dazu. So, das ist das eine. Es geht also wirklich sehr angenehm und leicht. Und jetzt geht es noch weiter. Man kann diese Schnittflächen bewegen und dann verändert sich entsprechend auch der Schnitt. Und das Hübsche und Attraktive, wie ich finde, ist jetzt auch gleich, dass der Schatten sofort in der Editor-Darstellung, wenn man das mal so bezeichnen soll, auch gleich immer zu sehen ist und auch immer schön mitwandert. Ja, also das ist schon wirklich sehr hübsch. Kann ich hier genauso, ja, ich kann jetzt also hier in der Draufsicht das Ding bewegen. Das ist doch hübsch, oder? Okay, das sind die Schnittflächen. Kann ich auch beide wieder löschen, dann sind die Schnitte auch wieder weg. Dann noch eine andere Sache, und zwar die Bemaßung, Dimensions. Ich kann jetzt hier ganz schnell Maße an das Ding dran machen. Lässt sich auch einigermaßen ausrichten. Und natürlich, wenn ich jetzt etwas verschiebe, verändert sich auch das Maß. Ja. Alles sehr intuitiv, alles sehr schön einfach. Und es geht übrigens auch in der Höhe. Ich kann also auch in der Höhe bemaßen. Auch das lässt sich ausrichten, wie man sieht. Ja, das geht also noch nicht so richtig gut. Das muss ich noch lernen. Aber jetzt erstmal sehen Sie schon, wie das hier funktioniert. Also es ist, wie man, ich glaube, man kann ganz gut sehen, es ist erst einmal gar nicht so sehr ein technisches Werkzeug, sondern eher so ein, wie soll ich sagen, wie eine Skizze im Vergleich zu einer technischen Zeichnung. So verhält sich dieses Programm auch, finde ich, zu einem richtigen CAD-Programm. Also das ist mein erster Eindruck. Wir haben hier eine relativ schnelle und intuitive Modellierumgebung, vor allen Dingen, wenn es um orthogonale Sachen geht. Wir können ganz schnell Maße dran machen. Es gibt sofort schattierte Flächen, Schlagschatten und so weiter. Das Ganze wirkt sofort sehr plastisch. Man kann sehr leicht Schnitte reinlegen und schauen, was da passiert. Das ist natürlich wahnsinnig toll. Also man kann sozusagen ganz schnell am Computer auch planen. Man muss nicht erst so ein riesen CAD-Programm aufmachen, wo man dann irgendwie erstmal gucken muss, welche wenigen Teile man davon braucht, sondern hier ist es genau umgedreht. Hier ist es erst einmal einfach und alle möglichen Sachen kommen dann dazu, die das Ganze auch komplexer machen und wo man dann auch mehr Sachen machen kann. Es gibt zum Beispiel ein Werkzeug, das heißt, wo ist es hier? Advanced Camera Tool, das habe ich als Plugin dazugeladen. Es gibt sehr viele Plugins für SketchUp, SketchUp Pro. Und diese Plugins sind zum Teil umsonst, zum Teil nicht, zum Teil auch ziemlich teuer. Also es ist sozusagen eine sehr anspruchsvolle Programmierumgebung da vorhanden, Ruby, mit der man dann auch Plugins programmieren kann und die das Spektrum des
Potenzial von SketchUp auch sehr stark erweitern. Eins davon ist dieses Advanced Camera Tool, wo Sie dann mit echten Kameras, also in Anführungsstrichen natürlich mit Brennweiten und so weiter, arbeiten können. Das Ganze ist ziemlich knackig. Ich habe mir das auch schon angeguckt, auch schon installiert, wie gesagt. Aber das würde ich in einem weiteren Film mal zeigen. Jetzt, das waren meine ersten Gehversuche in SketchUp. Wollte ich mit euch teilen, mit Ihnen teilen. Und jetzt höre ich auch erstmal auf. Dann bis zum nächsten Mal.